Piece Theoretiker. One Piece Theorien und mehr. Jo Leute, schönen guten Tag und danke, dass ihr wieder da seid. Heute habe ich mal wirklich eines der größten Mysterien überhaupt in One Piece mitgebracht. Und ich will mich jetzt so ein bisschen mal daran machen, hier auf meinem Channel die ganzen krassen Mysterien, die es gibt. Wie der Schatz von Mary Joa oder wie jetzt die fünf Weisen. Einfach mal so ein bisschen zu bearbeiten, um mal die größten Fragen oder ja die Fakten, die man schon weiß, vielleicht zusammenzutragen, dass vielleicht wir als Community eine Theorie zusammenschustern können in den Kommentaren oder wie auch immer. Ja, um letztendlich ein paar Fragen ja aufzulösen, die noch im Kopf sind. Wie zum Beispiel die fünf verfickten Weisen, Leute. Oder auch die Gorosei. Oder auch, wie sie genannt werden, die fünf alten Sterne. Was auch so ein bisschen komisch ist, denn fünf alten Sterne, man kann das echt schwer sagen, aber es ist schon wieder sowas, was mit dem Universum zu tun hat, Sterne. Ja, da gibt es so ein paar Theorien, die ich am Ende nochmal erzählen will. Aber erstmal, Leute, man kennt noch keine Namen, man weiß gar nicht, wie sie heißen. Man weiß gerade mal, wie sie aussehen. Wir wissen auch, es ist die höchste Autorität in One Piece. Also es gibt niemand, der über den fünf Weisen steht, Leute. Das muss man wissen. Kein Kong ist über den, niemand ist über den. Nicht, also Akainu ist auch nicht über den, die sind alle unter den Gorosei. Sie sind sogar über den Himmelsdrachenmenschen, sprich über den Weltaristokraten. Tenryubito auch genannt, Leute. Es gibt so viele Namen. Sie stehen sozusagen an der Spitze der Macht. Sie entscheiden über alles, Leute. Und ihr oberstes Gebot ist, also das oberste Gebot der fünf Weisen ist, das Gefüge der drei Macht aufrechtzuerhalten und so den Frieden der Welt zu wahren. Das ist so das Zitat, was so gesagt wurde. Und zwar, die drei Macht kennt ihr. Und zwar besteht das aus den vier Kaisern, sieben Samurai und dem Marinehauptquartier. Das ist die Dreimacht. Das ist sozusagen die drei stärksten, ja, Einheiten, die die Weltregierung bzw. die Gorosei haben. Und dieses, ja, diese Harmonie, die zwischen denen ist, oder mehr oder weniger auch dieses Bündnis, was zwischen diesen Mächten steht, diese Dreimacht, dieses Bündnis, das wollen sie auf jeden Fall aufrechterhalten. So, es gibt Theorien, oder mehr oder weniger, dass jetzt auch die, ja, die sieben Samurai, letztendlich, die wird es bald nicht mehr geben. Und das denke ich auch, Leute. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass die noch so lange jetzt, ja, da sind, weil es werden immer wieder neue besiegt und sie werden einfach überrannt von den starken, ja, Rookies, die kommen. Und das Wichtigste ist, um zu den Gorosei wiederzukommen, Leute, sie kennen die wahre Geschichte und verheimlichen sie. Sie verheimlichen alles und sie beschützen mit allen Mitteln ihr Geheimnis, was sie bewahren. Die fünf Gorosei wissen irgendwas, sie wissen auf jeden Fall, was damals mit dem verlorenen Königreich passiert ist. Sie wissen auf jeden Fall, ja, was in dem verlorenen Jahrhundert passiert ist und das beschützen sie mit allen Mitteln. Und was man auch sagen muss, Leute, was mysteriös ist, wo ich gleich zur ersten Theorie komme, ist, sie sind schon mindestens über 20 Jahre an der Spitze. Das hat man gesehen bei dem Buster Call of Ohara, bei dem Flashback von Robin, wo sie ein kleines Kind war. Das ist 20 Jahre her in der One Piece Welt und da haben sie den Buster Call, sprich die Zerstörung der kompletten Insel, ja, beauftragt letztendlich die Gorosei. Und das Krasseste ist, damals hat man sie gesehen und sie haben sich zu dem Zeitpunkt damals, als der Buster Call of Ohara war, nicht ein wenig, null, optisch verändert. Also sie waren damals schon so alte Knacker. Und wenn man sie mal so ein bisschen vergleicht, ich finde, sie sehen sogar älter aus als ein Whitebeard, der im Krieg von 72 Jahren gestorben ist. Also ich finde, sie sahen vor 20 Jahren älter aus als ein Whitebeard, ja, nach 20 Jahren jetzt. Sprich, also Whitebeard war 72 und Leute, man muss sagen, also wirklich, die sehen mindestens aus wie 80 oder so. Also wirklich, Leute. Und das Ding ist, sie sind nicht gealtert, nicht optisch. Optisch haben sie sich null verändert in den 20 Jahren. Ob das ein Fehler ist von Oda, ob er sich darüber gar keine Gedanken gemacht hat oder dachte einfach nur, ja, die waren da alt und sind jetzt einfach immer noch alt und haben optisch keine Veränderung, halte ich ein bisschen für fragwürdig, denn wir haben schon gesehen, was 2 Jahre bei Sengoku angerichtet haben oder auch bei, alleine schon bei Akainu, wie die sich verändert haben oder gealtert sind über die 2 Jahre. Das ist nämlich die Theorie, Leute, dass die Gorosei unsterblich sind und schon immer, schon über 800 Jahre oder beziehungsweise schon fast 1000 Jahre an der Spitze sind, der Welt sozusagen, und einfach nicht mehr altern. Weil, Leute, das hat mit dem Schatz von Mary Joa was zu tun. Das ist die Theorie, dass der Schatz von Mary Joa der Baum des Lebens ist und der einen sozusagen ewiges Leben schenkt, Leute, denn es gibt mehrere Bäume sozusagen in One Piece. Dazu zählt der Adamsbaum, der aus dem die
ja, die Oro Jackson von Roger gemacht wurde, oder jetzt auch die Sunny. Oder auch von Whitebeard, die Schiffe sind, glaube ich, auch aus einem Adamsbaum gemacht, denke ich, weiß nicht hundertprozentig. Und dann gibt es noch den Sonnenbaum Eve oder Eva, halt auf Englisch halt Eva, also auf Deutsch übersetzt Eva, was auch alles eine, ja, Bibelanspielungen sind letztendlich. Und dann gibt es natürlich noch den Baum des Wissens, der auch in der Bibel stattfindet, so, der auf Ohara war, den sie, die Gurusai, dann ja durch den Bastakult zerstört haben. Ja, und dann gibt es halt noch in der Bibel den Baum des Lebens. Und das ist die Theorie, dass dieser Baum auf jeden Fall in dem One Piece Universum noch, ja, mehr oder weniger stattfinden wird. Also den wird es noch geben. Jetzt die Frage, wo ist der und wann kommt der? Dazu muss ich mal ein bisschen geografisch was ansprechen. Und zwar wissen wir, dass Mary Joa bzw. der Sitz der Gurusai auf der Red Line liegt, Leute. Sprich auf diesem, ja, diesem Fels, ja, wie sagt man, diesem... Ich will nicht sagen Gebirgskette, aber diesen, ja, das ist ja diese Riesenmauer, mehr oder weniger, das ist eine Mauer, eine rote, aus Rotstein gefertigte Mauer, die sich ums ganze Land einmal zieht, so mäßig wie der Äquator. Und da drauf ist halt Mary Joa, der Sitz der Gurusai, Leute. Und unter der Red Line liegt die Fischmenscheninsel, wo der Sonnenbaum Eve letztendlich Sonnenlicht spendet, denn das ist der, die Funktion von dem Sonnenbaum Eve. Aber, man muss mal überlegen, der Baum ist an der Oberfläche. Erstmal, der Baum muss 10.000 Meter mindestens tief sein, denn die Fischmenscheninsel ist 10.000 Meter tief. Was ein bisschen komisch ist, denn so ein Baum, der... Also Leute, 10.000 Meter, ein Baum, der über 10 Kilometer hoch ist, ist schon ein bisschen fragwürdig. Und dann muss man sagen noch, dass die Fischmenscheninsel unter der Red Line liegt, was auch wieder ein bisschen mysteriös ist, denn der Baum müsste dann ja oben rauskommen. Was denn? Der müsste ja durch die Red Line auch noch durch, damit er überhaupt er muss Sonnenlicht kriegen, Leute. Also er kommt an die Oberfläche, der Baum. Also müsste er durch die Red Line durch, die auch nochmal, ich weiß nicht, Joris, aber wir haben sie gesehen, Leute, die ist abnormal überkrass hoch. Bis jetzt haben wir auch niemanden gesehen, der sie richtig erreicht hat, außer, Leute, schreibt es in die Kommentare, Raffit, der ist da hochgeflogen, und zudem wurde auch gesagt, dass er jeden Platz in der Welt erreichen kann, wurde von Oda so gesagt. Ja, der kann ja auch fliegen, aber zurück zum Baum, der muss auf jeden Fall auch, ja, den Fels, beziehungsweise durch die Red Line durch, um letztendlich oben auf der Red Line das Sonnenlicht zu kriegen. Und da ist die Theorie, beziehungsweise ich glaube, das habe ich das erste Mal gesagt, dass dort Sonnenbaum Eve mehr oder weniger auch gleichzeitig vielleicht der Schatz von Mary Joa ist und auch gleichzeitig der, ja, der Baum des Lebens ist. Und sozusagen, es gibt die Theorie nämlich, dass wenn man sich in der Nähe aufhält von dem Baum des Lebens, dass man einfach unsterblich ist und dass Mary Joa rundherum um den Baum letztendlich erbaut wurde. Oder dass dort Früchte wachsen. Ich will nicht sagen, das sind Gottesfrüchte, ja, das Gegenteil von Teufelsfrüchten, aber die einen Unsterblichkeit verleihen. Und es gibt ja halt diese Vorhersagung, auch von Madame Shirley, die hat ja gesagt, Ruffy wird die Welt, wird auf jeden Fall die Fischmenscheninsel zerstören, und ihre Vorhersagungen wurden immer wahr. Deswegen wird das 100% wahr, es wird noch so kommen. Und ja, wenn das der Schatz von Mary Joa ist und die einzige Option ist, diesen Baum zu zerstören, um die Gurusai letztendlich zu stürzen, dann wäre ja wirklich, müsste Ruffy diesen Baum zerstören, der aber gleichzeitig auch für die Existenz mehr oder weniger der Fischmenscheninsel verantwortlich ist. Also würde er mit der Zerstörung des Baumes, was in dem Fall der Schatz von Mary Joa ist, auch die Fischmenscheninsel mehr oder weniger zerstören. Das ist nämlich auch eine Theorie, die mir so in den Kopf gefallen ist. Also wirklich, das habe ich mir gerade selber so ein bisschen ausgedacht. Und wenn dann die Gurusai letztendlich sterblich sind, ich bin mir nicht sicher, ob sie dann, also sie sind unsterblich, das habe ich nochmal gerade im Teamspeak mit ein paar besprochen, mit Monkey D. Ennis, Ruffy war da, Akata war da, Myrolox war auch da, und wir waren uns so ein bisschen einig, auf jeden Fall müssen sie unsterblich sein, erstmal aus dem Grund, dass sie nicht altern. Da gibt es aber noch eine Theorie, Leute, nämlich, dass sie vor dem, ja, Vorbesitzer der OP-OP-Nomie letztendlich unsterblich gemacht wurden, was ich aber ein bisschen billig finde, weil der Vorbesitzer kann ja nicht 5 Leute auf einmal unsterblich machen, denke ich, und dass sie diesen Prozess immer wiederholen, so, ja, die Frucht geht aus der, also die Seele geht aus dem Körper, die Teufelsfruchtseele, wieder in den nächsten Nutzer und dann der nächste dran von den 5 Gurusai, dass sie es so gemacht haben, finde ich dumm, also ist auch Quatsch, glaube ich, aber das ist halt auch noch eine Theorie, weil sie müssten unsterblich sein, denn sie wissen alles, was damals passiert ist, vor so langer Zeit, oder, ja, dass sie die Pornoglyphen letztendlich gelesen haben als junge Kerle damals, ist Quatsch, und dass sie das einfach vertuschen. Warum wollen sie das vertuschen, wenn sie einfach nur die Pornoglyphen als Außenstehender lesen und sozusagen von der, ja, wahren Geschichte mitkriegen? Das ist Quatsch, Leute. Ich denke, die Gurusai sind wirklich dafür verantwortlich. Ja, jetzt ist die Frage,
erstmal die Großteil gucken wir uns hier ein bisschen an. Es gibt hier einmal diesen jung, blonden Typi, der, also jung, in Anführungszeichen jung. Es ist der jüngste von den Großteil. Alleine optisch denke ich, dass er der jüngste ist. Obwohl man davon ausgeht, dass sie eh schon mindestens 800 Jahre alt sind. Also ist keiner von ihnen irgendwie in irgendeiner Form jung. Aber dass der Typ, der sieht so ein bisschen wie Sanji aus. Das war immer die Theorie, das ist Sanjis Vater, weil er trägt Anzüge, ist so ein bisschen fresh, hat blonde Haare, was man auch dazu sagen darf. Sanji hat man immer gedacht, der ist adlig und sowas und dass die Gorosei vielleicht adlig sind und so. Aber ich glaube nicht, dass das Papa Windsmoke ist, denn er hat keine Augenbraue. Er hat überhaupt keine Augenbrauen, was auch so ein bisschen lustig ist. Aber er hatte irgendeinen, ich sag mal so eine Kringelaugenbraue oder irgendeinen Indiz. Und da ist ja auch schon von der Königsversammlung jetzt ein neuer aufgetaucht, dessen Bart so gekringelt ist wie die Augenbraue von Sanji. Und wir wissen auch, dass Papa Windsmoke letztendlich bei der Königsversammlung am Start ist. Deswegen ist dieser Charakter, denke ich, schon sinnvoller als dieser blonde Heini, wie hier eingeblendet. Dann gibt es noch den Typen von der Pringles-Dose, sage ich immer dazu. Der sieht aus wie von der fucking Pringles-Dose. Soll aber, denke ich mal, optisch eine Anspielung an Gorbatschow sein. Denn er hat auch so ein komisches Brand, so ein Brandmal am Kopf und auch so eine ähnliche Frisur. Und alleine von, ja, so ein bisschen von den Gesichtszügen und sowas könnte man die schon so ein bisschen vergleichen mit Gorbatschow. Aber ich sag mal, Pringles-Dosen-Heini zu ihm wegen diesem Bart. Ja, dann haben wir diesen anderen Typen, der aussieht wie Gunford, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr Gunford noch kennt von Skype hier. Dieser Typ, der auf Pierre, diesen komischen Vogel, geritten ist und da damals der Gott war und auch gegen Enel gekämpft hat. Dieser Gunford halt hieß der. Ich finde, der sieht 1:1 so aus fast, wirklich. Also das könnten Brüder sein, das könnte Gunfords Bruder sein. Oder ist es Gunford vielleicht selber? Man weiß es nicht, Leute. Nein, Spaß beiseite. Dann haben wir noch den, ja, komischen Typen mit der, ja, lockigen Perücke. Letztendlich sieht aus wie so eine Priester-Mönch-Perücke, wie sie damals so auf hatten im Mittelalter. Auch eine dicke Narbe in der Fresse und das Ding ist, der Typ hat immer so einen komischen Wurzelstab, so einen kleinen, ja, ich will nicht sagen so einen Gehstock, aber es sieht aus wie so ein Wurzelstab. Man weiß nicht, ja, ist das nur ein Gehstock oder ist das eine Waffe? Aber ich denke, es ist nur ein Gehstock. Ja, und dann gibt es so einen Typen, der, finde ich, mit am interessantesten ist. Und zwar sieht er so ein bisschen von den Gesichtszügen, von den kantigen Gesichtszügen aus wie Zorro. Muss man wirklich sagen. Also die haben wirklich, also wenn ich mir Zorro in alt mit Glatze vorstelle und mit Brille, dann würde er so aussehen, meiner Meinung nach. Der Typ, der guckt immer ein bisschen grimmig. Also der wirkt so ein bisschen geil auf Kampf und so. Hat auch so ein Katana, was er auch sauber macht, mit so einer, also so reinigt oder mehr oder weniger schärft mit so einer, ich kenne die Tradition nicht, aber man kann anscheinend mit so einer komischen Wattebausch irgendwie das Schwert reinigen oder säubern oder schärfen oder sowas. Das habe ich auch schon öfter in Filmen gesehen. Ich kenne mich damit aber nicht aus, Leute. Verbessert mich in den Kommentaren. Sein Schwert ist ein Kitetsu, also ist wirklich, man hat es noch nicht bestätigt, aber es sieht so aus wie das Kitetsu der dritten Generation. Und ich würde es echt begrüßen, wenn es auch richtig ein Kitetsu wäre, bestätigt irgendwann mal. Ja, so, dann, sie haben halt überall dicke, fette Narben, also mehrere von denen haben wirklich dicke, fette Narben überall im Körper. Man sieht so bei Sanjis Vater auf der Brust eine, man sieht bei, ich sag mal, Zorro und Alt, sie nennt die jetzt einfach mal so ein, man sieht bei, ja, den komischen Perücken-Heini, sieht man auch eine überm Auge halt. Sie sehen halt aus, als würden sie, ja, Narben, die kommen halt nicht vom, ich denke nicht, dass sie ihre Narben durch Unfälle bekommen haben und auf die Fresse fallen oder sowas. Ich glaube, das sind einfach krasse Kämpfer und alleine aus diesem Grund, dass sie letztendlich so dicke Narben haben, könnte man davon ausgehen, dass sie wirklich auch richtig kranke Kämpfer waren oder es noch sind. Ja, alte Badasses in Animes kennen wir, sind einfach immer ultra stark. Man siehe Whitebeard, okay, der war geschwächt. Der wurde auch vergiftet, die Theorie gibt es ja auch, vergiftet von Doflamingo mit seiner Krankheit und sowas. Und der wurde halt hinterhältig von Squado und das will man ja Vergleich sehen. Aber alte Menschen sind oft in Animes wirklich richtig stark. Und ich glaube auch die Gorosei sind nicht nur an der Spitze, weil sie alles wissen und weil sie einfach ja, wie die Illuminaten letztendlich in unserer Welt. Es gibt ja die Vergleiche, dass sie wirklich wie Illuminaten in unserer Welt, sollen das jetzt die Illuminaten in One Piece sein? Wenn es die Illuminaten hier gibt, ich will mir jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber dann, ja, macht das schon Sinn so ein bisschen, dass sie im Untergrund, mehr oder weniger im Untergrund, sie sind ja eigentlich bekannt, mehr oder weniger, man weiß ja nicht, wie sie heißen, aber man weiß, die fünf Gorosei, beziehungsweise die fünf Weisen, sitzen an der Spitze und entscheiden über alles. Das muss aber auch einen Grund haben, denn sie befehligen ja auch die CP0, beziehungsweise Kong und auch die Marine und alles. Also wären sie jetzt einfach nur schwache, alte, tattrige Männer, die einfach nur alte Greise sind, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Marine, beziehungsweise die Admiräle oder auch der Großadmiral Akainu, der hat sich ja so ein bisschen mit denen angelegt. Ich weiß nicht, ob er die verdrängen würde, einfach nur, ja, weil in One Piece ist es wirklich so, man kann nicht nur einfach mit, ja, mit Wissen oder sowas an der Macht stehen. Okay, sie wissen wirklich über alles, vielleicht weiß auch Akainu, okay, die dürfen nicht sterben, weil die
die wissen alles so. Also vielleicht gibt es ja ein großes Geheimnis. Es gibt auf jeden Fall ein großes Geheimnis, was die vertuschen. Und das darf sozusagen nicht untergehen. Aber da könnte man ja theoretisch 4 töten und einer überlebt. Deswegen ist das alles so ein bisschen schwammig. Es gibt halt die Theorie, dass diese 5 Weisen letztendlich, weil es gibt ja diese Flagge von der Weltregierung, die auch 5 so eine komischen Kreise sind und die verbunden sind, dass sie letztendlich von verschiedenen Planeten kommen, dass diese komischen Kreise für Planeten stehen und dass sie letztendlich, aber das will ich jetzt gar nicht so weit ausbreiten und ich glaube es auch nicht, dass sie von anderen Planeten kommen, weil es sind alles Menschen. Und ich glaube nicht, dass auf vielen Planeten und dass das jetzt alles noch so weit geht, dass auf anderen Planeten auch Menschen leben. Ich glaube, wenn auf anderen Planeten was stattfinden würde in One Piece, dann werden es auch andere Rassen sein, so andere, ich will nicht sagen Aliens, aber man hat schon was gesehen, zum Beispiel zu der Cover-Story von Enel, da waren auch Weltraumpiraten, die auch im Weltraum, ja, Piraterie betreiben, das waren auch keine richtigen Menschen, das waren so einen komischen Fuchs, ich will sagen fuchsartigen Wesen, deswegen glaube ich nicht, dass die Großteil von anderen Planeten kommen, ich glaube wirklich, sie haben damals die Dies, beziehungsweise das verlorene Königreich, irgendwie, also es, ich glaube, die 5 Gorosei waren damals die, ja, die Oberhäupter der anderen, der alten Königreiche und wollten damals die Dies, die vom Mond gekommen sind, vertreiben. Und haben sie auch getötet und haben es geschafft, haben die antiken Waffen besiegt oder mehr oder weniger versteckt, will ich nicht sagen. Aber dass sie sozusagen alles wissen und damals das Königreich vertuscht, getötet haben, das Königreich, was mit die anfängt. Und deswegen tragen auch die Nachkommen von dem alten Königreich die im Namen, wie zum Beispiel Monkey D. Dragon, Monkey D. Garb oder unser Protagonist Monkey D. Ruffy ein die im Namen, weil sie ja sozusagen Abkömmlinge des alten Königreichs sind. Und man hat auch gesehen, dass die Gorosei sagen, sie sagten halt, dass das die immer mehr in die Öffentlichkeit rückt und dass es grundsätzlich Gefahr bedeutet. Also sie wollen wirklich auch Leute mit einem die im Namen töten. Man hat es auch gesehen bei Hagward D. Sauro, dass sie auch, also, ja, Buster Call, okay, der wurde einfach platt gemacht. Der hatte auch ein die im Namen. Der kleine Riese, wollte ich gerade sagen. Der Riese von Robin damals, ihr kennt ihn. Und auf jeden Fall denke ich, dass sie damals dass die Oberhäupter der Königreiche waren und, ja, sich unsterblich gemacht haben durch den Schatz von Meridor, der Baum des Lebens ist. Leute, ich hole ein bisschen weit aus. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das so denkt. Und glaubt ihr auch, dass sie kranke Kämpfer sind? Ich glaube wirklich, also der alleine hat, die haben dicke Narben. Der eine hat ein dickes Kitetsu in der Hand. Sie sehen aus als wie gestandene alte Männer. Haben überall Narben. Der eine hat einen dicken Wurzelstab in der Hose. Nein, in der Hand. Und deswegen glaube ich, dass sie wirklich auch krass kämpfen können. Und was denkt ihr, wann werden sie in Kraft treten, werden sie kämpfen und was für Kräfte haben sie? Schreibt mir in die Kommentare, was ihr so denkt. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ein bisschen Gelaber über meine Meinung, über ein paar Fakten, die man über die Gorosei weiß, weil es ist eins der größten Mysterien. Deswegen habe ich mir gedacht, Frischschuss mal wieder ein bisschen auf in den Köpfen der Zuschauer. Und ich hoffe, es ist mir gelungen. Schreibt es in die Kommentare und verzeiht mir mein M und so immer hier dazwischen. Das ist halt so mein Ding und mein Schmatzen und mein M immer zwischen den Sätzen und so. Verzeiht es mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sag ciao und tschüss. Take the shot, don't waste it.